So Leute, ich bin's wieder, euer Resa, ich bin zurück von der Kur, jetzt bin ich wieder in Coburg und heute haben wir was ganz Besonderes, heute haben wir den Neujahrsempfang hier in Coburg und da kommen ein Haufen Leute und jetzt wollen wir gleich mal schauen, wer da so ein wenig auf und ab geht. Sind Sie Oberbürgermeisterkandidat? Nein, noch nicht. Extra Kandidat als Oberbürgermeister, ist das richtig? Nein, als Stadtrat. Sie sind noch einmal der Herr, ich habe keine Ahnung. Der Obermufti vom BBC, warum sind Sie eingeladen hier, wissen Sie das? Ja, ich denke, weil ich im Verein tätig bin und ehrenamtlich in Coburg einiges mache. Wir haben eine tolle Liste, tolle Ideen und ich glaube, es wird ganz gut gehen mit uns. Gut, also das klingt nach Taschentüchern, Taschentücher raus. Und was machen Sie dann heute eigentlich hier? Ich bedanke mich bei den Ehrenamtlichen, die heute alle da sind. Ah, ehrenamtlich, das ist das, wo man kein Geld dafür kriegt, ist das richtig? Das ist völlig für den Arsch. Ansonsten gibt es ja immer noch die Bundesagentur für Arbeit, die kann auch manchmal Sachen vermitteln. Aber meinen Sie nicht, dass man vielleicht die jungen Leute jetzt mal mittlerweile ranlassen sollte? Ich habe gehört, das Stadtrat-Durchschnittsalter, das ist ziemlich alt und die jungen Leute, die waren ja dann immer unzufriedener. Finden Sie das nicht? Das sind sehr viele junge Leute, auch bei uns auf der Liste, muss man dazu sagen, die sollen natürlich auch kandidieren und dann ist es ein Wettbewerb zu den Leuten, die auch älter sind. Naja, da wünsche ich Ihnen toi 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 und Sie müssen ein bisschen schauen, weil Sie haben einen Brösel am Backen, den müssen Sie wieder wegmachen, gell? Na, Neujahrsvorsätze, was haben Sie sich so vorgesetzt? Ja, das Übliche, mehr Sport. Ich habe einen Vorsatz und der läuft, also ich bin mittendrin. Ich sehe ein bisschen einen Vorsatz. Ich habe mir keine gemacht, danke. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass man Vorsätze nie einhält, deswegen mache ich gar keine mehr. Ha, wunderbar. Doch, es gibt einen Vorsatz, den Thomas Apfel zu unterstützen. Sie sind quasi der einzige Apfel unter den ganzen Hohlbirnen, glaube ich. Sie haben ja viel Handball gespielt, da kriegt man ja öfters eine auf den Kopf. Meinen Sie, dass Sie mit dieser Hirnmasse überhaupt Oberbürgermeisterkandidat werden können? Also es hat öfters gescheppert beim Handball, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin ganz gut weggekommen. Und was ich habe, als Handballer ist man besonders teamfähig. Ja, also Erklärungsnot ist auf jeden Fall schon gegeben. Ah, so. Gut. Schaue ich gut aus? Ha? Gut. Grüß Gott, Sie stehen alle an für die Toilette oder was ist los? Ja, wir haben ja nicht Druck. Was haben Sie? Wir haben viel Druck heute. Der letzte Handshake vom Herrn Tesmer jetzt als Oberbürgermeister. Vielleicht werde ich auch einen Nervous Breakdown haben und zusammensacken, das weiß ich noch nicht, aber jetzt schauen wir mal, gell? Letztes Mal Handshake als Oberbürgermeister für den Neujahrsempfang. Ja. Wehmut? Keine Wehmut, sondern Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dankbarkeit und Demut, nicht Wehmut. Okay, okay. Und dann am Ende jetzt dann, wenn es dann rum ist, gehen Sie dann in Urlaub oder machen Sie dann noch als Polizeipräsident weiter? Das Fell wird zerteilt, wenn der Bär erlegt ist. Oh, das waren aber wunderbare Worte für 2020. Sie schauen auch, was Sie noch machen können für die Stadt, richtig? Natürlich, wir werden ja am 15. März sehen, was der Bürger entscheidet. Schirmherr der ersten Eisstock-Weltmeisterschaften in Coburg. Dann sind Sie Geschäftsführer von der Wohndings und Vorstand vom Kleintierzüchterverein sind Sie auch noch. Und jetzt Oberbürgermeisterkandidat von Coburg. Meinen Sie, das kriegen Sie alles unter einen Hut? Ich meine, Sie sind sportlich, das sehe ich, das weiß ich, das sieht man auch. Das kann man immer wieder verfolgen in den Medien, in den sozialen Medien. Meinen Sie, das wird nicht zu viel? Nein, keine Sorge, keine Sorge. Das passt schon alles, ganz gut. Wenn man sich Vorsitze nimmt, dann kann man die ja nur nicht schaffen. Ne? Von daher... Ja, nee, aber es gibt ja manche Leute, die sagen nach 10 Tagen schon wieder, das mit dem Alkohol, das habe ich einfach nicht geschafft, ich musste mich gestern wieder zuballern. Ja, dann mache ich eher so, ich trinke mehr Alkohol und dann stelle ich nach 10 Tagen fest, ich habe es nicht geschafft und dann ist doch gut, oder? Das ist wunderbar. Der Herr Sauerbrei, servus, grüß Sie noch einmal. Die SPD scheitert ja an der 5%-Hürde und wenn, warum, sind Sie der Grund? In Coburg sind wir nach wie vor sehr stark. Ich habe mir natürlich Vorsätze gesetzt und die sind wir gerade auch am Erfüllen. Wichtig ist mir, dass allen Menschen gut geht in Coburg und da arbeiten wir dran. Also dann, der Herr Sauerbrei, ich bedanke mich recht herzlich. Bis dahin. Ja.